Und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Rezension von mir. Und zwar habe ich so ziemlich wie jeder bei Goodreads und jeder auf Twitter und jeder allgemein von Mona Kasten den zweiten Teil der Again-Reihe gelesen, und zwar Trust Again. Ich habe ja auch schon ein Video zu Begin Again gedreht, das verlinke ich euch mal hier oben. Und jedenfalls muss ich dann natürlich auch den zweiten Band lesen, weil Begin Again war 5 Sterne und Trust Again hat mich nicht enttäuscht. Ich sage zu Anfang einfach mal, worum es geht. Und zwar sind diesmal die beiden Hauptcharaktere Dawn und Spencer. Und Dawn ist die beste Freundin von Ellie, also für die, die Begin Again gelesen haben. Und ist jedenfalls aufgrund von ihrer Vergangenheit bzw. ihrer Erfahrung in der Liebe davon überzeugt, dass Liebe absolut nichts mehr ist und sie sich auf keinen Fall wieder verlieben wird oder will. Doch Spencer ist hin und weg von Dawn und versucht sie auf sehr charmante und sehr coole Weise immer zu überreden, mit ihm auszugehen, und macht ihr kleine Geschenke und er ist total... Doch auch Spencer ist nicht nur der fröhliche und nette sexy Boy, sondern auch er hat auch noch eine ganz andere Seite, die Dawn irgendwann entdeckt, und das ändert dann ihr Verhältnis ein wenig. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht zu viel verraten. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zuerst mal, was dieses Buch für mich schon mal mega gut gemacht hat, ist, dass Dawn ein Harry Styles / 1D-Fangirl ist. Zwar hätte es noch öfter erwähnt werden können, aber das war schon sehr cool. Und ja, und Justin Bieber und ja, you know, alles, was ich so mag. Und ich finde einfach die Charaktere, also die Beschreibung von den Charakteren, ist Mona wieder so gut gelungen. Man hat sich einfach so in die Geschichte hineinversetzt gefühlt. Ich finde auch, die Handlung war wirklich sehr, sehr gut. Mir ist das Buch viel länger noch vorgekommen, als es wahrscheinlich eigentlich war. Ich habe es auch wieder als E-Book gelesen, deshalb kann ich es euch auch leider nicht in meinen Händen zeigen. Es waren, glaube ich, als E-Book 1500 Seiten oder so, was irgendwie, also ich habe es wieder total schnell gelesen, aber es kam mir echt viel vor an Handlungen, aber ich fand es nicht, dass es jetzt zu viel war. Allgemein, ich mag total das soziale Umfeld von den Charakteren, also den Freundeskreis von Ellie und Dawn und Caden und Spencer. Das finde ich total der schöne Freundeskreis. Und was so alles passiert, ist mega cool. Es gibt auch so ein paar Stellen, wo man sich so denkt, oh nein, ich will nicht weiterlesen, weil man sich so fremdschämt. Ich sitze dann wirklich immer da und denke so, nein, ich will nicht weiterlesen, es ist zu peinlich. Aber ich habe natürlich trotzdem weitergelesen. Ja, Spencer ist nicht so die Art Bad Boy, aber er ist schon, also... Er ist irgendwo trotzdem, also, you know. Ich bin total schlecht gerade im Erklären, aber Spencer ist jedenfalls ultimative Goals. Literally. Oh mein Gott. Ich glaube, jeder, der dieses Buch liest, wird sich in Spencer verlieben. Das Einzige, wo ich, ich will jetzt, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber... ich fand, am Ende war das Ganze nicht mehr allzu, also es war schon logisch, aber ich fand, es war nicht mehr so leicht zu verfolgen, die Gedankengänge von Ellie oder so. Also es ging noch, also es ist nicht so, dass man so keine Ahnung hat. Aber ich finde, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser erklären können, aber
Nichtsdestotrotz hat das Buch von mir 5 Sterne bekommen. Ich habe nichts auszusetzen, also außer das jetzt halt. Und das ist halt, ja. Ich fand das Buch, ich habe es, das ist bei mir immer so, wenn ich ein Buch halt wirklich so richtig krass schnell lese, dann ist es auch einfach ultimativ gut für mich, sonst würde ich es nicht so schnell lesen. Und deshalb sind es wieder 5 Sterne. Ich freue mich so sehr auf Feel Again. Und da bin ich schon so gespannt drauf. Und ja, ich habe Angst, wenn ich mehr erzähle, dann spoilere ich zu sehr. Ich will euch einfach nur neugierig machen, dass ihr das Buch lest, weil ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Und ich bin hin und weg. Ich glaube, ich habe auf Twitter den Hashtag gesehen, Where do I get my Cosgrove? Also Cosgrove ist Spencers Nachname. Den Hashtag finde ich gut. Dann war es jetzt auch das schon, was ich dazu sagen will. Ich weiß jetzt nicht, ob rausgekommen ist, wie gut ich dieses Buch fand, aber es war wirklich ultimativ gut. Und ich glaube, bei Goodreads ist es genauso gut angekommen. Also ich bin nicht die Einzige, die es geliebt hat. Die Bewertungen sind 4,68 durchschnittlich. Mona ist sogar auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste, was ja mal absolut toll ist. Das finde ich mega cool. Ich finde sowieso, es fehlt in Deutschland an New Adult Autoren. Deshalb finde ich das sehr, sehr cool. Und dann war es das jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es schon gelesen habt, dann schreibt mir es mal in die Kommentare und wie ihr es dann fandet. Und wenn nicht, ob ihr es noch lesen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Thank you.